Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ja, da mein Camtasia jetzt immer abgeklappt ist oder abgekackt ist, besser gesagt, werde ich das jetzt hier nochmal machen. Wie gesagt, ich habe schon eine vernünftige Einleitung gemacht mit Headset. Ich weiß auch nicht, ob ich die Dateien retten kann, deswegen fange ich lieber nochmal von Null an. Ich habe schon ich habe angeschlossen, einfach mit dem Kabel. Rot am Mikrofon, blau an, hier ist es, da ist es, das ist das Kabel. Blau an Kopfhörer. Der Tragkomfort, muss ich sagen, ist sehr leicht. Man merkt kaum, dass man das Headset auf hat. Man hört aber natürlich, das ist jetzt nicht so gefiltert, also nicht so straff drauf und so groß, wie jetzt zum Beispiel das Triton von mir. Also Triton Pro Plus, dass ich von der Umgebung nichts mehr mitkriege. Ich kriege hier trotzdem, dass ich das Headset auf habe, immer noch Umgebungsgeräusche mit bei. Also ich kriege das Head mit. Ich habe mir jetzt mal, so, dass ihr das mal so seht, was ich hier gemacht habe. Ich habe mir jetzt mal was vorbereitet. Ich habe mir einmal von Jaden Lyrics featuring Feelgood Mut zu Wut. Und einmal von Feelgood Little Boxes darauf gemacht. Die wollen wir uns jetzt anhören. Also ich höre mir die an, um euch zu beschreiben, wie die Soundqualität ist. Ja, und deswegen habe ich extra, eine ist ein Rap-Lied, das andere ist mehr so im Country-Bereich. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie das ist. Und ich habe es jetzt alles auf der lautesten, auf dem lautesten. Ja, hier ist Plus. Weiter kann ich nicht. Und in Einstellungen bei Audioräte bin ich auch komplett oben. Die Stimme kommt sehr gut rüber. Der Bass kommt sehr gut rüber. Die Instrumente kommen hoch, also Klavier hört gut raus. Hört sich echt gut an, muss ich sagen. Also der Refrain kommt auch gut rüber. Jetzt nehme ich mal das nächste Lied, lang genug gehört. Also die Stimme von Feelgood kommt richtig gut raus. Ich höre aber auch, die Gitarre höre ich auch richtig gut. Na, die Umgebungsgeräusche höre ich auch noch. Und laut ist es doch eigentlich. So, das reicht jetzt erstmal. Schon mal vorbereiten hier für H5. Das werden wir nämlich auch gleich noch machen. Also so an sich finde ich das schon mal ja nicht so schlecht. Ist jetzt nur ein Stereo-Headset. Es ist jetzt kein 5.1. Es ist ganz normales Stereo-Headset. Ich weiß auch noch nicht, wie die Mikrofonqualität ist. Da werden wir uns gleich selber davon überzeugen, denke ich mal. Ist auch hier, so seht ihr das am besten, hier oben.
Die ist auch nicht irgendwie verschönert. Die kann ich sehe gleich praktisch von hier oben. Hier oben ist auch nicht gepolstert. Das ist einfach nur Plaste. Ja. Also ist jetzt wirklich, ja. Aber so an sich, so dafür ist es ein guter Klang. Ich bin mal gespannt, wie das Mikrofon jetzt sein wird. Ich werde jetzt hier dieses Video jetzt erstmal beenden. Ich werde dann, also bleibt einfach dran, nach meiner Verabschiedung, ich werde das dann im Camtasia bearbeiten und da werde ich dann noch einen Mikrofoncheck dran klatschen, irgendein Hintergrundbild und dann werde ich mal ein bisschen mit diesem Mikrofon quatschen. Ich bin da mal sehr gespannt, wie das dann sein wird. Bis dahin verabschiede ich mich jetzt erstmal. Bleibt dran für den Mikrofoncheck. Ahoi, sagt euer Odin. So, und da testen wir jetzt einfach mal. Wie ihr hört, ich bin jetzt direkt über ZZ. Hier, passt mal auf. Aber jetzt habe ich da mal raufgeklopft. Ja, werden wir mal. Esel fressen, Nessel nicht. Nesseln fressen, Esel nicht. Nee, Esel, nicht Nesel. Esel fressen, Nessel nicht. Nesseln fressen, Esel nicht. 1, 2, 3, Test. Test, 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 1, 2, 3. So, das ist jetzt das Ultraforce H1 Stereo Gaming Headset, was wir jetzt hier die Mikrofonqualität gemacht haben. Ich werde mir das auch gleich nochmal anhören und ja, gleich nochmal meinen Senf geben, dazu geben, aber ich werde auch ohne Kamera, ohne was. Also bis gleich. So, und das mache ich auch gleich natürlich mit dem Gaming Headset. Ich habe es mir jetzt gerade mal angehört. Hört sich ein bisschen dumpf an, hört sich in, ja, man hört mich zwar, aber ich finde es, kann auch natürlich jetzt an meinen Einstellungen liegen, weil ich alles natürlich hochgepowert habe, jetzt hier bei Camtasia und gesagt habe Stereo und was weiß ich alles, kann natürlich sich dann vom normalen Chatbetrieb und Teamspeak unterscheiden. Das werde ich jetzt erst in nächster Zeit testen, wie es sich im Teamspeak verhält. Aber so von der Soundqualität bin ich zufrieden. Das ist ein schöner Sound. Bloß von der Mikrofonqualität bin ich bis jetzt noch nicht so begeistert. Ich bin mal gespannt, wie das H5 sein wird. Das werde ich jetzt gleich testen. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin. Und jetzt ist wirklich Ende.